Warum Threw3 Industries meine Videos schaut, damit möchte ich anlocken, dieses Video weiterzuschauen. Also los! Damit hi liebe Fans, ich bin's, der FlashTagerSHD, heute mit einem weiteren Commentary. Hier mit Halo 4 Gameplay, den habe ich gerade vor kurzem erspielt, gestern oder so. Ist nicht das Perfekte, aber leider kann ich ja eure Gameplays momentan nicht annehmen, leider. Aber ich hoffe, in Halo 5 wird das wieder so sein, dass es einen vernünftigen Kinomodus gibt mit dem Datei-Sharing, wo man auch die Clips abspeichern kann bzw. sharen kann und Gameplays. Jedenfalls, ich möchte heute über die E3 sprechen, über die Electronic Entertainment Expo 2015 und man hat sich den Stream angeguckt, auch wenn es am Anfang für mich mit einem schlechten Übersetzer war. Die sind ja, okay, der war jetzt nicht so schlecht. Letztes Jahr war da absolut richtig Bullshit, ne? Doch jetzt war, konnte man dann auch ausstellen, wenn man dann auf Sprache Englisch gemacht hat, dann konnte man das auch mal richtig verstehen. Was die gesagt haben jedenfalls, kam dann direkt Halo. Halo als erstes. Natürlich ganz cool, aber es hat einem dann nach der Halo-Präsentation nicht mehr so gepackt. Vorher, 2014, hatte ich so noch richtig Vorfreude. Das war so schön, das hat mein Bruder auch gesagt, mit dem habe ich das geguckt, dass das eigentlich schöner wäre, wenn Halo später käme. Aber so ist es halt dann. Und dann haben sie auch direkt die Kampagne gezeigt. Das ist jetzt das Vorwissen, das müsst ihr euch jetzt schon angeschaut haben, den Trailer und die Spielsequenz und Shutter von Warzone, darüber möchte ich heute reden. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, für die Halo-Fans. Komm, ihr habt euch das sowieso angeschaut, und müsst ihr hier einfach das hier ertragen, was ich sage. Und dann könnt ihr das bestimmt auch so verstehen. Jedenfalls mein erster Gedanke war, was ich auch auf Facebook schon gepostet habe, in meiner, weiß nicht, wie man es nennt, Feed, wenn man das Feed oder Zeitleiste, dass ich eher zu meinem Bruder gesagt habe, ach du Scheiße, das wird viel Arbeit für uns, weil wir ja die Cluster-News machen und so. Aber mein Bruder hat die letzte Mal geschrieben. Nächstes Mal bin ich dran, deswegen habe ich hier auch schon mal ein paar Informationen reingepackt, womit ich mich schon mal mit dem Thema vertraut mache. Ja, habe ich gesagt, immer scheiße, viel Arbeit. Und dann auch, die Grafik sah jetzt auch nicht so gut aus, wo jetzt, dieses Geskriptete war, wo man halt durch die Kaputte geht, ne? Also dieser Sprint, wo alles zerstört wurde. Aber wo ich mir das jetzt nochmal 30 Mal angeschaut habe, schätzungsweise muss ich das wieder zurückziehen, es sah schon genial aus, ne? Also ich auch als Halo-Fan muss auch sagen, komm, habe ich mich vertan, das sah richtig cool aus auch. Und das wurde ja auch dann auch jetzt gesagt, wo auch die Community aufschreit, scheiße, warum? Kein Splitscreen in einer Kampagne, obwohl es ja eigentlich für Koop gemacht ist, ne? Man ist ja als Viererteam da, man kann es online spielen und dann kein Splitscreen, oh, das ist ja doof, ne? Keine Halo-Abende mit Kollegen mehr, ne? Durchsuchten eine Kampagne nur noch online, aber ja, was soll man machen? Vielleicht kommt das dann noch später, ob sie das jetzt bereut haben, das schon zu sagen. Ich weiß es nicht, ich denke mal schon. Jetzt mal ein Fakt, warum 3x3 Industries meine Videos schaut. Beziehungsweise, ich bin einfach gut, ne? Muss ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar habe ich ja ein Video mal gemacht, ein Spekulationsvideo, mit dem Titel, oder ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber insgesamt Halo 3 ODST und Halo Reach Next Gen Remake? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Da war ja diese Spekulation, weil da wurde was gesagt, dass ein anderes Halo-Projekt am Laufen haben. Und jetzt, Halo 3 ODST ist draußen, ne? Habt ihr gemerkt? Habe ich auch schon durchgespielt mit meinem Bruder auf Legendär natürlich. Hat auch total viel Spaß gemacht, hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Jedenfalls darauf will ich gar nicht hinaus. Und jetzt kommt auch Halo Reach höchstwahrscheinlich für die Xbox One raus. Nicht als Remake, also nicht verbessert, nämlich als, Moment, es ist jetzt Backward Compatibility. Und zwar haben sie angekündigt auf der E3, außerhalb von Halo, dass man 360-Spiele, ausgewählte 360-Spiele auf der One spielen kann, später. Kann ich jetzt als Preview-Member schon auf, wenn ich Spiele hätte, Mass Effect und so, aber habe ich nicht. Und zwar kann man dafür voten. Ich habe euch den Link in die Videobeschreibung gepackt. Wo ich geguckt habe, war Halo Reach auf Platz 4 mit 34.000 Votes. Könnt ihr auch schon voten mit eurem Microsoft-Konto. Kann nicht schaden und auch, das ist auch toll, wenn man sieht, wie viele Halo Reach sich wünschen. Natürlich klickt ihr nur drauf, wenn ihr das unbedingt haben möchtet. Halo Reach, cooler Shooter, den hat mir richtig viel Spaß gemacht, auf jeden Fall im Multiplayer. Und ja, erster Grund, warum Threw3 Industries meine Videos schaut. Finde ich ganz lustig. Kommen wir auch direkt zu Warzone.
zweiter Fakt, warum Two Guys Three Industries meine Videos schaut. Und zwar haben wir geträumt letztes Mal, oder vorletztes Mal. Und die haben da so einen Traumfänger gehabt mit einem USB-Stick und haben sich das dann ausgearbeitet. Und zwar haben wir gesagt, wir möchten gerne einen Modi haben, wo es Bots gibt. Und einer hat, der Zitronenpresser war es, glaube ich, große Schlachten wollen wir haben. Habe ich gesagt, ähnlich wie Battlefield vielleicht ein bisschen verbündet, zusammengemischt, ne? Große Schlachten wollen wir haben. Und was kommt? Warzone, ne? 12 gegen 12, Leute. Das ist dann was. Und auch Bots, wie zum Beispiel die Promethianer oder die Allianz. Zack, haben wir es dabei, ne? Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Und zwar wird man mit einem Pelican dann in diese riesen Map, die ja viel, viel größer ran soll. Ich glaube, viermal größer als eine Big Team Battle Map jetzt hier in Halo 4 zum Beispiel, wo ich mit dem Mantis rumlaufe. Und da wird mit dem Pelican, wirst du dann abgesetzt in eine Basis, die muss er erstmal freikämpfen von Bots. Wenn das freigekämpft ist, dann kannst du in die Warzone gehen und dann hast du mehrere Möglichkeiten, wie kannst du dann Boss-Gegner kaputt machen. Also Allianz oder so, die sind auch spezifisch mit Namen, damit man auch sagt, oh, da kommt jetzt der und der, den muss ich platt machen, damit man auch weiß, was kommt und das packender ist, wollen wir sagen. Ja, auf Benjamin Jubo. Der fliegt oben mit dem Benji her. Kennt ihr auch vielleicht aus Hunt the Truth. Und dann gibt es auch noch diese REQ-System, ist noch da drin. Und zwar gibt es da so Stationen, da kann man dann Waffen auswählen. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, wie es heißt. Requisition System. Da kann man dann Punkte sammeln, indem man mehrere Aufgaben macht, wie die Bosse töten oder halt die Enemies töten, also die richtigen Leute, ne, die KI. Und dann kann man halt ein Level aufsteigen und dann kann man bestimmte Waffen, Fahrzeuge, wie auch neuen Promethianer-Flugzeug-Dingen. Ich kenne den Namen jetzt nicht, kann man jetzt steuern. Und das ist doch ziemlich, ne? Das finde ich cool. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist doch doof, jetzt kann man sich die Waffen wieder am Anfang holen aus dieser Basis. Aber jetzt nicht vergessen, wir haben ja noch einen Arena-Shooter, beziehungsweise einen Arena-Teil. Und deswegen ist das ja nicht so schlimm. Was dann wieder ein Aufschrei sorgte, ist, dass es Mikrotransaktionen gibt. Das heißt, man kann mit echtem Geld diese so Punkte kaufen, damit man Waffen frei bekommt. Da gibt es jetzt die Aufschrei in der Community, Pay to Win oder so. Aber man kann sich das mal so vorstellen. Einmal ist es nur in Warzone. Zweitens, komm, in Warzone Big Team Battle, da kannst du auch mit der BA gut rocken, wenn man gut ist, ne? Und mit Arena, mit dem Arena-Multiplayer hat das nicht viel zu tun. Da kannst du dann nur die Skins kaufen. Mehr ist das nicht. Und dann kann man jetzt sagen, oder wurde gesagt, im Zusammenhang mit Mikrotransaktionen, die wollen ja nur Geld machen. Natürlich ist das Microsoft hinter, die wollen natürlich Geld machen. Aber für mich hat den Anschein, dass sie nicht aus jedem was Geld machen möchte. Wir haben ja noch die DLC-Maps, die 15 kostenlosen DLC-Maps. Und das ist der Hammer. Die sind kostenlos. Die werden nachgereicht bis Juni 2016, glaube ich. Und 20 sind am Anfang von Halo 5 dabei. Das ist so ein Anzeichen. Hätten sie jetzt gesagt, diese 15 DLC-Maps, die müsste man sich kaufen, bestimmten Preis oder so, dann wäre das ein bisschen übertrieben. Dann wäre es so, bumm, ne? Aber so hat das den Anschein, dass sie nicht aus allem Geld machen möchten. Und das ist ja eigentlich das Wesentliche. Natürlich wollen sie Geld haben mit der Mikrotransaktion, aber das muss man ja nicht unbedingt machen. So ist das, ne? Und das mit dem Belohnungssystem, Requisition System, dass man da neue Waffen bekommt oder Fahrzeuge, da finde ich eigentlich auch cool. Das soll auch einen frischen Wind in den Spielmodus bringen. Einen brandneuen Spielmodus. Genau, wir haben gleich das Gameplay auch schon vorbei. Ich habe hier ein paar Notizen gemacht. Und jetzt habt ihr auch mal festgestellt, 3x3 guckt unsere Werk, kann man schon sagen, weil ich habe ja letztes Mal eure Kommentare mit benutzt. An. Und natürlich nur als Scherz, hoffentlich kommt das gut an. Und ja, da kann man mal sehen, was das jetzt auch Träume von uns wahr werden. Und ich bin total gehypt von Halo. Man kann sich das so vorstellen. Ich finde das alle toll. Diese ganzen News, diese 15 DLC-Maps, 20 Maps, die ganze Grafik, das ist toll. Doch, ich bin nicht so einer, der flippt jetzt völlig aus. Ich freue mich total auf Halo 5 Guardians, aber ich würde jetzt nicht total ausflippen. Also, ich kann die Freude jetzt nicht so herausbringen, dass ich hier jetzt rumschreie. Ja, ich mache jetzt dieses Video hier. Aber ist einfach toll. Schönes Gefühl. MCC läuft auch wieder, macht richtig viel Spaß. Ich spiele jetzt auch mehr alleine, weil das einfach... ja, weil ich dann nicht teamabhängig bin.
ab und zu Team Doubles oder so. Aber irgendwie jetzt mal Big Team Battle spielen. Es macht einfach auch Spaß mit dem Rangsystem. Da hochzukommen, Halo 4 bin ich jetzt erst Rang 6, aber das ist auch egal. Und gleich wird der Bildschirm auch dunkler hier. Ganz kurz, das ist so ein Capture-Fehler. Nach der Zeit kam da Energiesparmodus rein. Beim Capture, das ist ja schlau gemacht, weil ich den Controller nicht bewegt habe. Deswegen wird es gleich kurz hier schwarz. Jedenfalls, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt und selbst eine Capture-Card habt, dann könnt ihr mir gerne auch Gameplays einsenden von Halo. Halo CE, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 2 Universe bin ich vergessen oder Halo 5 Beta. Ich bin immer froh, wenn ich ein anderes Gameplay sehe. Einmal ist es frisch, ist es was Neues und ihr müsst nicht mein Gameplay ertragen. Ich möchte mich nicht wieder selbst schlecht reden. Ansonsten könnt ihr mal in die Kommentare schreiben wieder. Ich habe wieder eine Idee. Ich möchte YouTuber vorstellen, meine Commentaries nicht. Ich möchte über die reden. Das heißt über deutsche Halo-YouTuber, über Halo-YouTuber, aber auch über YouTuber, die ich so gucke, die nichts mit Halo zu tun haben. Wenn euch das interessiert, bitte in die Kommentare. Ich möchte euch nicht neben euch produzieren, also neben euch her produzieren, irgendwas machen und reden, was mir Spaß macht, aber was euch überhaupt nicht interessiert und das möchte ich gar nicht. Gut, das Gameplay ist vorbei. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen. Tschüss!